Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Weiter geht's und jetzt zu diesem schwierigen Teil, den ich erwähnte. Dazu muss ich... Was ist der kürzeste Weg? Cliff-Unterseite, glaube ich. Los durchrennen! Denn hier oben ist was. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Ich sehe es jetzt schon. Ja, der Typ da! Der Typ da! I finally found you. Just as I promised, Grandad. Remember? Au! Heilen. Backstep. Roll doch! Good night, Grandad. Hat das jetzt gegolten oder nicht? Hat das jetzt gegolten? Ich weiß es nicht. Anscheinend hat's gegolten.
Was mich eigentlich wundert. Ich bin ja eigentlich gestorben. Nee, das klappt, glaube ich, nicht. Au! Oh, Großmachete. Beide auf einmal weggeklatscht. Hey, ihr da oben. Es hat zwar gegolten, aber ich habe keine Seelen bekommen. Ich wurde um die Seelen betrogen. Oh, I'm afraid I've involved you in my affairs over a little promise at that. My sincerest thanks for your assistance. At last, my grandfather will rest in peace, and I can die. But there is one last. May I take a vow? Oh, I am most, I, Cirrus, do here wherever, whenever I am needed. My loyalty shall blessing of the moon upon your journey. Jo. Die Sache mit ihr ist jetzt geregelt. So kann ich jetzt weitermachen. Greirat ist ja wieder da. Das weiß ich. Ich habe ja einen Boss besiegt. Die wollen mich in eine Falle locken. Oh, Hohepriesterin Krummschwert. Nett. Das lassen die ja nicht so schnell, eigentlich nicht so einfach droppen. Und Backstep. Hi. Ich mag das Schwert. Du spießt mich nicht auf. Ich weiß, was für eine Attacke das war. Ne, ne, ne. So. Und jetzt schnell sein.
Au! Ich weiß, warum die Kombo gefährlich ist. Habe jetzt nur noch 18 Gluten. Was mir nicht gefällt. Oh, hi. Wobei, ich muss mich ja jetzt menschlich machen. Eigentlich wollte ich ihn ja parieren. Oder besser blocken. Oh, schon wieder die Waffe. Danke! Einfach runtergefallen. So, und jetzt kommt eine der schlimmsten Gegenden. Jetzt wird sie laut. Wie gesagt, ich hab's ja gesagt, es wird laut. Die Typen da sind zum Hassen da. Die Tür kann ich noch nicht aufmachen. Und ja, die verringen. Wo kommst du denn her? Die verringen dann das maximale Leben für eine Zeit. Deswegen sind sie so schlimm. Und diese Typen nerven. Die Typen sind nervig. Au!
Los, weg mit dem, weil der hätte sich verwandelt. So, Zaubererklamotten. So, großes Zauberschild. Ja, Blutverlust. Wie lange? Wie lange ist das noch aktiv? Danke. Ja, komm schon. Ja, jetzt kommen die alle an. Verdammt! Ich hasse diese Attacke. Vor allen Dingen hasse ich, dass er da hinten steht. Warum steht der da hinten?
Nun zu euch. So, weg mit der! Endlich! Sie ist weg! Ups, zu früh. Ist ja noch nicht alles regeneriert vom Leben. Hallo, du da! Vision von Unglück? Schlüssel des Ausbrechers, das ist etwas für da hinten. Drei auf einmal. Ist das Leben jetzt alles oder kommt da noch was? Die haben jetzt aber ziemlich oft was hinterlassen. Titanitschuppe, danke! Du bist mir hier ein bisschen zu laut.
28.000 Seelen habe ich. Noch 31.000. Was für eine Seelen habe ich denn dabei? Ich glaube noch nicht ganz genug für ein Level. Aber für ein paar Wunder vielleicht. Ich muss hier mal auch mal bald die Wunder von dieser einen kaufen. Das muss ich ja auch noch. Was ich vielleicht jetzt auch machen werde. Ich könnte auch ein paar Waffen mal ein bisschen verstärken. Be careful, I don't. Na, was hast denn du zu sagen? Thank the gods for that. I don't like getting things so close. I might have died if it wasn't for that peculiar onion night. But in the end, it all paid off. Take a good look. Ja. Oh. Oh. Das ist auch nett. Goodbye. Oh, das Wie schwer sind denn diese? Oh ja. Relativ schwer. Dafür bräuchte ich noch ein paar große. Okay, das war's da mit Wunder kaufen. Be careful.
Ja. Vor allen Dingen macht das hier ja auch noch Blitzschaden. Muss auf jeden Fall was im Gewicht stecken, definitiv. Wir auf jeden Fall etwas in Gewicht stecken müssen, um dieses Schwert tragen zu können. Die Frage ist, kann ich damit auch gut umgehen? So. Bin ich mir sicher, ob ich das Schwert nutzen werde. Ich will auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung mal zwischen den Parts bringen. Heißt, ich werde mal die eine Folge das nutzen, einmal die Folge das nutzen, aber dafür müssen die auch stark genug sein dafür. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.